Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zu mehr Total Warhammer 2 Online Action. Heute mit dem Imperium gegen die Gruftkönige. Und wir haben eine Armee dabei, die hauptsächlich darauf abzielt, große gefährliche Konstrukte zu zerstören. Und zwar mit Hilfe von einmal unserem guten Vater Franz. Auf Todesklaue, der ist ziemlich derbe und kann auch einen Anti-Large-Bonus kriegen, wenn ihr ihn wafft mit seinen Gegenständen und macht auch ziemlich krassen Schaden. Dann haben wir zwei Demigreifen dabei, eine Einheit Ritter des Sonnenordens, die sollen einfach zusehen, dass er die Infanterie der Gruftkönige platt machen, während unsere Infanterie hier im Nahkampf steht. Die Demigreifen sollen vor allem den Luminak beschützen, den wir hier dabei haben, nämlich den Tempelhof Luminak. Den stelle ich mal hier so auf diesen Hügel hier hoch. Dann gucke ich mal, dass ich hier auf diesen beiden Kanälen hier meine Feuerleitbahn einrichte. Luminak ist deswegen gut, weil er Feuerschaden macht und Rüstungsflüchtlinge den Schaden. Und alle Helden der Gruftkönige haben eine. Eine Schwäche gegen Feuer von 25%. Also. Relativ gut. Und vor allem Arkan, der Schwarze mit seiner verdammten Gruftklinge da, kann einen ziemlich nerven. Deswegen wollen wir die natürlich so bald wie möglich ausschalten. Und wir haben hier Hochkönigin Kalida und eine Menge Ushabti mit Großbögen, habe ich mir schon gedacht. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal das Feuer auf Kalida öffnen. Verfehlen den ersten Schuss leider. Üben sie noch Geier, die können wir mit Karl Franz abfangen. Ich freue natürlich trotzdem weiter. Der Gruftkönig kommt schon mal vor. Dann mit denen, die Demi greifen hier schon mal auf einen Abfangkurs für. Ja, jetzt ist er wenigstens ein bisschen durchgegangen. Hat sogar noch einiges auf dem Weg dahin zerschnetzelt. Und jetzt müssen wir die Pfeile dodgen hier, weil er jetzt natürlich Luminak anvisiert, aber. Ich glaube, dass wir das ganz gut hinkriegen dürften, hoffen wir es mal, die Angriffe hier zu dodgen. Wir gehen mal mit unserer Infanterie noch ein Stückchen vor, die hier kommen auch mit. Scheiße, jetzt habe ich eine Salve nicht gedodgt und wurde natürlich sofort aufs Übelste zerschnetzelt, da muss ich wirklich ein Auge drauf haben. Wir gehen mal mit unserer Kavallerie vor. Nehmen hier jetzt üblen Schaden auf unseren Luminak. Verdammt! Okay, alles klar, kein Problem. Jetzt ist der Moment der Wahrheit gekommen. Wir müssen angreifen. Und zwar mit unserem Rittern des Sonnenordens. Jetzt versucht er hier Karl Franz anzugreifen. Das ist kein Problem. Wir könnten. Oh nein, ich hätte den Luminak hochheilen können, ich Idiot. Naja. Jetzt ist er weg. Das ist ein Problem. Aber wir können uns vielleicht hier ganz gut seine Tussi trotzdem noch holen mit unseren Rittern. Ja. Weil die haben ja auch Feuerschaden und das dürfte eigentlich ganz gut funktionieren. Wir sehen hier, die machen hier kurzen Prozess aus den aus dem Anführer der Gruftkönige. Und jetzt kann vielleicht Karl Franz auch mal nochmal hier hinterkommen. Ich denke, den Kampf hier haben wir ganz gut unter Kontrolle mit unseren Rittern des Sonnenordens. Holen wir uns mal den Necrotekten. Ich glaube, Karl Franz ist hier vorne besser aufgehoben. Und wir schicken mal unsere Demigreifen hier auf seine du schabt die Großbögen. Und Karl Franz soll vor allem mal kommen. Und gegen den Gruftprinz hier kämpfen, während unsere Reiter hier hinten reinballern. Hoffen wir, dass meine Infanterie noch so lange hält, aber es sieht momentan so aus, als würden sie halten. Wir können jetzt hier mal den Nahkampf-Buff
und Karl Franz starten und hier weiter seine Infanterie bearbeiten mit unseren Rittern des Sonnenordens, während unsere Emigreifen hier tatsächlich ein bisschen den Kampf gegen die Ushabti hier verlieren. Das geht mir gerade irgendwie nicht so gut rein. Wir holen mal unseren Magier hier vor, der mal vor allem die Demigreifen hier wieder hochheilen soll. Die chillen hier noch so lang. Karl Franz sollte eigentlich, glaube ich, mittlerweile fertig geworden sein mit diesem Kryptekten. Wir brauchen jetzt hier sofort die Unterstützung unserer Demigreifen, damit die hier aufhören, auf Karl Franz zu feuern. Und ich würde mal sagen, das ist ganz gut hier. Unsere Ritter des Sonderordens, die holen wir jetzt hier nochmal raus. Unser Magier, der verzieht sich so ein bisschen vor den Angriffen der der Geier hier drüben und heilt dann auch bei der nächsten Chance auch mal Karl Franz. Das dauert allerdings noch eine Minute. Aber Karl Franz sollte das trotzdem, glaube ich, hinkriegen, hoffentlich. Hier starten wir den nächsten Angriff. Und eigentlich sieht es gerade ganz gut aus, so wie ich das jetzt hier einschätze. Wir holen mal eine Einheit der Demigreifen hier rüber, weil ich glaube, gegen den Luftskorpion bräuchten wir noch ein bisschen Unterstützung. Die Ushabti hier drüben sind auch ausgeschaltet, wunderbar. Hier gehen unsere Ritter des Sonnenordens zurück und das war lehrbuchmäßig. Hier kommen jetzt tatsächlich nochmal die Ushabti raus, oder was? Nee, das macht mein Gegner jetzt nicht, hoffentlich. Und da hängt irgendwas, irgendwie scheint gerade was nicht ganz so zu laufen. Okay, alles klar, wunderbar. Ja, der Fehler war, dass ich meinen Luminak töten hab lassen. Ich habe ziemlich viele Chancen vergeigt, das zu umgehen. Chance Nummer 1, dodgen, das habe ich verkackt. Der ist, glaube ich, so schnell genug, um den ziemlich schlecht, also um die ungenauen Pfeilen der Ushabti hier zu entgehen. Zweite Möglichkeit wäre, ihn zu heilen. Das hätte ich auch machen können mit dem Nachwachsen des Lebensmagiers. Dritte Möglichkeit und wahrscheinlich auch die beste wäre einfach ein Stück zurückzufahren in den Wald, um aus der Reichweite der Ushabti-Bögen rauszukommen. Weil wir haben nämlich die bessere Reichweite als die Ushabti mit unserem Luminak. Und ihr habt ja gesehen, der macht schon übel den Schaden an den Helden der Gruftkönige. Aber naja, okay, check's mal aus, probiert mal den Tempelhof Luminak gegen die Gruftkönige aus. Ziemlich geile Sache. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und haut rein. Ciao.